So, okay, die Tür ist zu, also ich fange jetzt einfach mal an. Guten Morgen und ja, willkommen zu dem Logeband-Vortrag, der angekündigt war von Timo und von mir. Da gestern großartige Verplanung herrscht und wir es nicht mehr gebacken bekommen haben, uns irgendwie aufzuteilen, zu koordinieren, sitzt Timo in der ersten Reihe und hilft mir jetzt einfach, falls ich mich spontan vollkommen verhasple. Nun ja, in dem Vortrag geht es um Logeband. Die Bildunterschrift erkläre ich vielleicht zum Schluss. Wer von euch war gestern in Xenos Vortrag? Der Esperanto-Vortrag. Okay. Gut, dann. Jo. Die Folien sind etwas konfus, da die größtenteils heute Nacht nochmal komplett umgewürfelt wurden, aber ich versuche trotzdem mal so halbwegs kohärent Dinge zu erzählen. Also, diejenigen, die bei Xeno schon waren, haben schon mal so ein bisschen Kontakt mit Plansprachen gehabt. Plansprachen sind so Sprachen, die zum Sprechen meistens gedacht sind. Also nicht Programmiersprachen, sondern wirklich zur Kommunikation gedachte Sprachen, die meistens ein bestimmtes Ziel haben und die eben nicht auf natürlichem Wege entstanden sind, so wie die Sprachen, die man halt so kennt. Also Beispiele sind Esperanto, eben das Xenos-Vortrag, Logeband, darum geht's heute, dann gibt es Ezquil und also Ezquil ist auch eine sehr coole Sprache, da habe ich zu wenig Plan, um einen Vortrag drüber zu machen, aber nun ja. Es gibt eine riesige Menge an Plansprachen, die Leute halt so zusammengefriemelt haben. Was man vielleicht noch kennen könnte, ist Quenya und Sindarin von den Menschen mit Herr der Ringe. Tolkien, danke. Das ist noch zu viel. Also auf Omniglot, das ist eine sehr coole Webseite, die sich so. Welche Tür ist zu? Ach so, irgendjemand hat die zugemacht, ja. Ja, jetzt ist offen. Okay. Okay. Keine Ahnung, der. Ja. Okay, ich rede einfach mal weiter. Genau. Also Omniglot hat eine riesige Liste von Sprachen, Schriften und so weiter. Also es ist eine sehr lesenswerte Seite, wenn man irgendwie so 2 Wochenenden damit verbringen will, weil die haben richtig viel Material. So. Im Speziellen soll es heute aber um Logeband gehen. Logeband ist eine Plansprache, die aus einer anderen Plansprache hervorgegangen ist. Ich kann da vielleicht noch ein bisschen was mehr zur Geschichte erzählen. Also die ursprüngliche Sprache war Loglan. Das war ein Projekt, also ein Forschungsprojekt, ein linguistisches, um eine Sprache zu entwickeln, die halt zum einen so eine eindeutige und flexible Grammatik hat. Zum anderen ging es halt hauptsächlich um die sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese. Das ist so ein etwas theoretisches Konstrukt, das besagt, je nachdem wie stark man das auslegt, dass die Sprache, die jemand hauptsächlich spricht, die Art und Weise des Denkens beeinflusst oder beschränkt, je nachdem, wie man es auslegen will. Also diese starke Form, dass es beschränkt, ist mittlerweile nicht mehr so wirklich das, was man in der Forschung tatsächlich beachtet, aber diese Form, dass das zumindest eine Beeinflussung darstellt, darüber ist man sich eigentlich immer einig geworden, dass das eigentlich so ist. Das Ziel bei Loglan war eben, eine Sprache zu erschaffen, die möglichst wenige grammatikalische und semantische Constraints hat, so dass eben nach dieser Sapir-Whorf-Hypothese möglichst flexible Gedankengänge möglich sind. Das Problem bei Loglan war, der Mensch, der das hauptsächlich entwickelt hat, James Cook Brown, hat auf dieser Sprache Lizenzrechte oder insbesondere auf den Wortlisten Lizenzrechte versucht geltend zu machen und wollte halt Geld dafür haben, dass die Leute die Wörter kennenlernen können, was zu einem ziemlichen Unmut in dieser Community geführt hat. Und dann wurde eben aus Loglan Logeband weggeforkt, wo dann auch einige Änderungen mittlerweile, also mittlerweile sind die Sprachen so vom Großen und Ganzen her ziemlich verschieden. Gut, Logeband. Also der Name von Logeband bedeutet, also es ist die Kurzform von Logjibangu, was logische Sprache bedeutet. Das äußert sich zum Teil auch, oder also das äußert sich in dieser Grundstruktur, dass
Sätze oder also das, was man so in natürlichen Sprachen mit Sätzen normalerweise bezeichnet, in logischen prädikatenlogische Aussagen sind. Prädikatenlogik ist höchstwahrscheinlich ein Begriff. Oder also ich erkläre es einfach mal. Also die Aussage, ich besuche die GPN, kann man so als eine Relation darstellen zwischen mir, der GPN, und die Relation ist halt Ding 1 besucht Ding 2. Und das ist eben so eine also prädikatenlogische Aussage, die man in Logban dann entsprechend abbilden würde als Mi, Wiedke, La Gulasch-Programmiernacht. Cool. Also diese Laserpointer. Ne gut. Dieses Mi ist das Ich aus aus diesem Tupel. Die GPN ist die Gulasch, also dieses La Gulasch-Programmiernacht-Q, das erzeugt so ein Argument. Und die Relation wird durch dieses Wiedke, was besuchen bedeutet, dargestellt. Was vielleicht ein bisschen auffällig ist, sind diese Punkte und dieses fettgedruckte I. Also diese Punkte, ich fange bei dem I an. Das I ist ein Punkt. Eine der weiteren Ideen bei Logban war nämlich, also was man zum Beispiel im Deutschen, wenn ich einen Satz beende oder wenn ich eine Frage stelle, geht man verdeutlicht man das durch die Sprachmelodie. Und eine der relativ coolen Ideen bei Logban war, eben diese Komponente rauszunehmen und in den Wortstream rauszuziehen. Also man braucht keine Prosodieinformationen mehr, um den Sprachstrom in Sätze und sonstige Dinge zu zerlegen. Also dieses I ist ein Punkt, also effektiv. Und der wird auch mitgesprochen. Also wenn man ich habe es glaube ich gerade schon vorgelesen, Imi Witke La Gulasch-Programmiernacht. Die Punkte hingegen sind eigentlich nur bei der Ausnotation in Schrift eine Hilfestellung, wo Pausen gesetzt werden müssen. An den restlichen Stellen, wo die Spaces stehen, müsste eigentlich kein Space stehen, sondern also man könnte das auch so raus extrahieren, das ist nur der Übersichtlichkeit halber. So, also das schreibt auch jeder so. Also es gibt Leute, die das ohne Spaces schreiben und die werden regelmäßig von allen anderen Leuten metaphorisch geschlagen. Genau, das habe ich auch gerade schon gesagt. Also man kann algorithmisch diesen Sprachstrom, also auch einen gesprochenen Sprachstrom, zerlegen. Was auch noch auffällig ist, ist dieses großgeschriebene GU. Das zeigt eine unregelmäßige Betonung an in dem Namen. Also würde man das so aussprechen, wie das in Logban normalerweise funktioniert, wäre es die Gulasch-Programmiernacht. Also so kann man das halt notieren, dass das anders auszusprechen ist. So, womit ich mal anfangen möchte, ist als Beispiel die Morphologie von Logban. Also Morphologie ist so ein linguistischer Begriff, was wörtlich so die Lehre der Form bedeutet und also beschreibt, wie ein Wort in einer Sprache entsteht oder wie die Wörter geformt sind. Zum Beispiel im Deutschen stellt man zeitliche Veränderungen dadurch dar, dass man das Verb beugt oder also dass man da Vokale ändert und solche Dinge. Ja, insbesondere, also genau. Bei Logban, das ist eine der Sachen, wo das anfängt, ganz cool zu sein, ist, dass diese ganzen Geschichten algorithmisch funktionieren. Also man kann hingehen und nimmt sich eine Zeichenkette und kann dann feststellen, was es für ein Wort ist. Das ist auch schon der Punkt, wo also die NLP-Geschichten, also die Natural Language Processing-Geschichten auf natürlichen Sprachen, wo man eben genau versucht, mit Computern Sprache zu verarbeiten, wo das dann schon anfängt zu bröckeln. Und bei Logban ist das halt genau kein Problem. Also was genau ist die Frage? Ich kann nicht alle Details erklären, aber also wenn du eine konkrete Frage hast, irgendwo liegt auch noch ein Mikrofon rum, falls da irgendwie spontan Fragen kommen. Okay, ich versuch's. Gut, also den Satz von gerade eben nochmal als Beispiel, um das zu zeigen, wie man das erkennen kann.
Also, oder wie das funktioniert. Also, wir haben diese Basisrelation, also das, was ich vorhin, dieses besucht, die heißen in Logeban Gismu. Und die haben immer die Form, dass da so ein Konsonant, ein Vokal, ein Konsonant, ein Konsonant oder eben diese andere Geschichte, Konsonant, Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal. Das war einer zu viel. Naja, wie auch immer. Also in dem Fall ist dieses Wiehtke eben der erste Fall. Und daran kann man halt sofort erkennen, dass das eben so ein, also diese Wortart ist. Solche Sachen funktionieren halt im Deutschen zum Beispiel nur noch mit Informationen aus der Satzstruktur drumherum. Halbwegs gescheit und das geht hier halt da. Ich habe auch gleich noch ein Beispiel, wo man das vielleicht ein bisschen angucken kann. Die restlichen Sachen in diesem Satz. Wir haben noch so einen speziellen Typ für Namenswörter, sogenannte Schmäwler. Das sind die einzigen Wörter, die auf den Konsonanten enden. Also zum Beispiel in dem Fall diese Gulasch-Programmiernacht. Die stechen dann auch entsprechend heraus. Zum Schluss gibt es dann noch, das ist ein Feature, das man aus den meisten anderen Sprachen nicht so wirklich kennt. Also im Deutschen gibt es halt so Präpositionen, also für, mit, solche Geschichten. Das geht so in eine ähnliche Richtung, aber Logeban benutzt das halt, um alles zu tun, was nicht in diese klassische prädikatenlogische Geschichte reinpasst. Diese Wörter haben halt immer die Form, sind entweder ein Vokal, so wie dieses I. Der Punkt, also ja, das mit den Punkten erkläre ich jetzt nicht, das ist so ein bisschen theoretisch. Entweder ein Konsonantenvokal, wie zum Beispiel das. Na gut, die Geschichte mit den Punkten ist, wenn man diesen, wenn man, man muss an manchen Stellen Pausen setzen, damit die Sätze eindeutig zerlegbar sind. Und diese Pausen müssen an genau die Stellen, oder vor genau diese Wörter, die mit einem Konsonanten beginnen, mit einem Vokal beginnen, wie dieses I, oder nach Wörter, die mit einem Konsonanten enden, wie das Gulasch-Programmiernacht. Deswegen stehen da diese Punkte. Ja, darüber hatten wir auch schon, also wie man. Ja, also du meinst jetzt in diesem Zusammenhang, wie das mit der Sprache funktionieren würde, oder? Ja. Da hatten wir auch schon längere Diskussionen drüber. Nee, nee, wie man das. Ach so. Ja, aber dennoch, wir haben da schon drüber geredet, wie man das da hinbiegen könnte. Kann ich auch, kommt später noch was, wo man das vielleicht ein bisschen besser erkennen kann. Da gibt es auch theoretische Lösungen für. Okay. Okay. Wollen wir das vielleicht, also so die längeren Geschichten, wollen wir die vielleicht nachher machen, dass ich zumindest mal mit den Folien so ein bisschen weiterkomme? Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. So, zur Aussprache noch vielleicht ein paar Sachen. Also das funktioniert bei den meisten Wörtern wie im Deutschen. Also ein A ist ein A. Also was vielleicht auch noch dazu kommt, im Gegensatz zum Deutschen werden die Buchstaben immer auf dieselbe Art und Weise ausgesprochen. Das hat Esperanto auch. Das ist eigentlich ein Feature, das die meisten Plansprachen haben, weil das so weil da die Schrift schon davor da oder meistens gleichzeitig mit der Sprache entstanden ist, was bei natürlichen Sprachen halt nie der Fall war. Und deswegen ist das meistens so. Wir haben in unserem Alphabet kein H, kein Q, kein W.
Dafür aber ein Apostroph. Den hat man bisher noch nicht gesehen, aber den wird man noch sehen. Also dieses C spricht man aus als wie ein Kirsche. Das E ist immer so ein klares E wie ein Besen. G ist, ja, also ich brauche diese Liste effektiv nicht vorlesen. Ihr, also was man vielleicht sagen sollte, das Y ist ein Schwa. Damit haben deutsche Muttersprachler immer so ein bisschen Probleme, weil man hat so die Tendenz, ein E am Ende eines Satzes oder eines Wortes zu so einem Schwa umzuwandeln. Also wenn man zum Beispiel das Wort Schielere hat, hat man so die Tendenz, Schielere zu sagen, was halt falsch ist. Also das ist so das Einzige, was man da zu beachten hat. Der Rest ist eigentlich relativ straightforward. Was ich vorhin schon mal angerissen habe, die Betonung von regulären Worten ist immer auf der vorletzten Silbe. Also ja, Schielre, Suze, wenn man nur einsilbige Wörter hat, dann bringt das, also ist die Betonung im Allgemeinen beliebig. Da gibt es auch Regeln, mit denen man das genauer ausqualifizieren kann, aber das tut hier erstmal nichts zur Sache. So, was wir noch haben, sind so Diphthonge, also aneinanderstoßen von zwei Vokalen. Diese, also au, ai, oi, ei, die werden auch wie auf Deutsch ausgesprochen. Der einzige Unterschied sind die, die mit U anfangen. Die werden immer mit so einem W ausgesprochen, also wa, we, wi, wo, wu und so weiter. Und die, die mit I beginnen, mit einem I, also ja, je, i und so weiter. So, jetzt habe ich auch mal was zum Zeigen. Ich wollte ja in dem Vortrag so ein bisschen zeigen, dass man mit Logibann mit Computern mehr machen kann als mit den meisten anderen Sprachen. Zum einen gibt es so einen Sprachsynthesizer, eSpeak. Der hat Support für relativ viele Sprachen. Wir haben mal so geredet, wir hätten doch auch gerne mal so ein TDS-System, und dann habe ich dem Menschen so eine Mail geschrieben, wie das denn so funktionieren würde, ob er da mal so Dokumentation oder mal so ein Template drüber schieben könnte, weil wir da diese tolle Sprachansprache hätten, wo wir Support dafür einbauen würden. Und am nächsten Tag kam eine Mail zurück: Ja, ich habe das heute Nacht mal durchgelesen und gebaut. Ich war dann ziemlich baff, aber der meinte dann auch so: Ja, die Ausspracheregeln sind halt total billig, von daher geht das halbwegs schnell. Jetzt kann ich mal ein Beispiel bringen, zum Beispiel den Satz von gerade eben. Dazu lege ich das Mikro gerade mal weg, Sekunde. Also das klingt natürlich nicht so unglaublich cool, aber es funktioniert auf jeden Fall mal. Und weiterhin, also eSpeak kann man auch in andere Programme einbieten. Also mein Asterisk zu Hause spricht Logiban, wenn man es anruft und irgendwie Bock drauf hat. Vielleicht nochmal, also es gibt einen Satz, den ich gerade nochmal ausprobieren möchte. Sekunde. Also das ist ein Satz, der jeden Laut, den es in der Sprache gibt, enthält. Die Übersetzung ist: Achtung, fünf hungrige sowjetische Kühe stehen im Garten. Auch also dieses Sofebakni, also diese sowjetischen Kühe, haben sich auch so ein bisschen in die Kultur eingebürgert, weil das halt so ein lustiges Konzept ist. Ja, so viel dazu. Was es dann auch noch gibt, zu diesen Morphologiegeschichten, die ich gerade erläutert habe. Also es gibt ein Tool, das heißt, wenn ich es denn richtig schreiben würde, Vlatei. Wörtlich übersetzt bedeutet, also das ist auch so ein, das ist ein Logibanwort, das bedeutet Wortform. Und wenn ich dem jetzt zum Beispiel so ein Wort gebe, von vorhin, zum Beispiel das Wiedke, das Besuchen, sagt das halt: Aha, Wiedke ist ein Gießmu, also so ein Relationenwort, wie wir das vorhin gesehen haben. Alternativ kann ich auch mal das La von La Gulasch Programmiernacht nehmen, und er sagt: Aha, es ist ein Strukturwort. Also das geht ohne Raten, sondern mit definitiv Sicherheit, wie die einzelnen Sachen zu funktionieren haben. So, ein anderes Tool, das das noch ein bisschen benutzt, wo es ein bisschen bunter ist, ist dieses. Ich hoffe, das explodiert mir jetzt nicht. Ach, wundervoll. Das ist ein längerer Roman auf Logiban, erzähle ich nachher auch noch was dazu. Aber also dieses Tool zeigt halt eben so, zum einen, also färbt die Worte ihres Typs entsprechend ein. Also man sieht, diese roten Sachen sind Namen, die grünen sind Strukturwörter, weiß sind so Relationen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, die ein bisschen komplizierter sind. Da kommt später auch noch was dazu. Und auch, also auch das benutzt denselben Algorithmus, und das geht halt einfach im Gegensatz zu quasi jeder anderen Sprache. So,
Später kommen noch mehr solche Sachen, so was man noch so basteln kann. Nochmal ein bisschen was zur Struktur jetzt, aber erstmal. Ich werde jetzt noch ein bisschen so über die allgemeine Geschichte, über die allgemeine Sachen über die Sprache erzählen. Also, wie man das gerade eben schon gesehen hat, eben diese Prädikate und logischen Aussagen. Wir haben so ein Argument und dann so ein Prädikat und noch ein Argument, noch ein Argument, noch ein Argument. Also vorhin halt eben Mi und die Gulasch-Programmiernacht. Und das Prädikat war halt dieses Wiedke. Wiedke? Das war eben genau das Phänomen, das ich vorhin erwähnt habe, dass dieses E zu so einem Schwa wird, wenn man nicht aufpasst. So, also was man so an den einfachen Argumenten hat, sind eben dieses Mi, das wir schon gesehen haben. Das ist ein Ich, uns, wir und ähnliche Geschichten. Man kann das, also man kann die Kardinalität, also wie viele das sind, ob das jetzt eine oder zehn oder hunderttausende Leute sind, kann man auch noch qualifizieren, aber das lasse ich jetzt erstmal weg. Weiterhin Do, Du, Ihr, Euch, Dein, beliebige andere, also eben diese Relation jemand anders, der mit dem man gerade spricht. Und dann gibt es noch Ti, das ist ein so ein Demonstrativpronomen wäre das in so einer handelsüblichen Sprache. Also das ist halt was, wo man drauf zeigen kann. Also wenn ich sage Ti, dann meine ich diesen Stuhl da drüben. An Prädikaten hatten wir vorhin schon gesehen, das Wiedke. Wiedke. Was ich jetzt mal, also das haben wir nur mit zwei Argumenten gesehen. Was ich jetzt habe, ist Dunder, das heißt x1, also wir benutzen immer diese x mit einem Subskript, um die Positionen zu zeigen, wo die Argumente reinfloppen können. Also x1, das erste Argument, gibt x2, also das Ding, das im zweiten Argument steht, an das Ding, das im dritten Argument steht. Also das sähe dann zum Beispiel so aus: Mi Dunder Ti Do. Ich habe jetzt mal in den Folien immer das Prädikat unterstrichen, dass das so leichter zu erkennbar ist. Also das würde bedeuten, ich gebe das an dich. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, Mi Dunder Ti Do. Jo. Verbal. Kann ich nachher auch mal noch gucken, ob sich da was findet. Spontan habe ich das Problem auch im Deutschen, deswegen kann ich dir das auf der Logeband noch viel weniger erklären. So, genau, also das, was ich gerade eben sagte. So, wenn man das dann, man kann das eben auch umdrehen, also jetzt ist dieses Do in dem ersten Slot, also derjenige, der gibt, also das würde jetzt bedeuten, du gibst dies an mich. Also dieses hier ist das x1. Der Geber, das ist das Gegebene und das ist das, an wen gegeben wird. So, genau. Was man auch noch tun kann, ist dieses Prädikat nach hinten schieben. Da passiert nichts von der Struktur her. Also das hier ist genau identisch mit dem ersten. Da habe ich nichts anderes gemacht als dieses Dunder. Es bringt euch nichts, wenn ich auf dem Bildschirm rumzeige. Dieses Dunder hier genommen und eins nach hinten geschoben. Das ändert, also die Grammatik lässt das zu und das ist immer noch eindeutig passbar, was dabei rauskommt. Analog ebenso dieses, man kann es auch ganz ans Ende schieben. Man kann es nicht ganz an Anfang schieben, das ist ein Ausnahmefall, der heiß diskutiert wird von Zeit zu Zeit. Da müsste ich jetzt zu weit abschweifen, das zu erläutern. So, was man noch so als, also es gibt noch andere Argumente. Also das sind, man kann natürlich, also es gibt so zwei, ist das? Ah, es gibt so, also man kann diese Argumenten in so zwei Typen einteilen. Zum einen gibt es eben diese kurzen Wörter, also dieses Schmabo, diese Strukturwörter, die wir schon gesehen haben. Und zum anderen gibt es halt so große Sachen wie La Gulasch Programmiernacht. Das sind auch Argumente, aber das sind halt sehr langweilige Argumente, weil die halt nur Dinge bezeichnen. Diese Schmabo hingegen tun halt Magie. Also in dem Fall zum Beispiel, wenn man sagt, also wenn man dieses Ma benutzt als Argument, zum Beispiel in diesem Satz, wenn ich da sagen würde, Ma Dunda Tido, dann würde das bedeuten, also dann ist dieses Ma so ein Slot, wo der Angesprochene gebeten wird, doch bitte die Antwort einzufüllen. Also wenn ich sage Ma Dunda Tido, dann ist, frage ich gerade denjenigen, wer gibt dir das? Und also im Deutschen muss man ja, wenn man eine Frage stellt, immer den ganzen Satz so umkonstruieren, dass das dann funktioniert. Bei Logeban ersetzt man einfach das Argument, das man doch gerne wissen möchte, durch dieses Ma. Und dann wird da automatisch eine Frage draus, was eigentlich ein ganz elegantes Konzept ist. Was ist dann auch. Ja, also die Frage war, kann das Ma auch was bedeuten? Also die Geschichte mit was im Deutschen ist ja, also im Deutschen hast du ja so Fälle, also dann kannst du fragen, was, wem, wessen. Das ist in Logeban einfach nicht vorhanden, weil wir keine Fälle haben, sondern eben die ganze Struktur von der Sprache über diese Slots abwickeln.
Und deswegen kann dieses Ma alle Fragen nach Dingen abstrakter und konkreter Natur darstellen. Was es dann auch noch gibt, jo. In was? Naja gut, das ist halt so eine Funktion, die man sich von der Sprache einfach wünscht, weil sonst wäre sie nicht vollständig, wenn man keine Fragen stellen könnte. Religion? Sorry, ich kapiere gerade nicht, was du meinst. Ja, okay. Machen wir das einfach bitte nachher. Also was es noch gibt, ist ein Ko. Das funktioniert wie dieses Do von vorhin, also du, ihr, euch und so weiter. Das ist nur ein imperativer Fall. Also das trägt dann halt noch so die Konnotation, handle so, dass diese Aussage, die ich gerade getan habe, wahr wird. Also wenn ich zum Beispiel sage, in diesem Beispiel, ich nehme mal den zweiten Satz, da ist das irgendwie cooler, vielleicht zum ersten Mal verstehen, also Kodunda Timi, dann ist das so eine Aussage, handle so, dass du mir das gibst. Also effektiv, gib mir das Ding da. Was auch hier wieder so eine Sache ist, wo man in natürlichen Sprachen so Dinge umschaffeln müsste, hier allerdings nicht ist, man kann dieses Ko auch an einer vollkommen anderen Stelle benutzen. Also wenn ich zum Beispiel sage, was macht man denn als lustigeres oder komplexeres Beispiel? Midunda ko mi, dann, naja, nee, das ist doof. Man bräuchte mehr Wörter. Na okay, dann einfach nur das billige Beispiel. Midunda ti ko bedeutet, handle so, dass ich dir das gebe. Was das dann im konkreten Fall bedeutet, ist halt, also in dem Fall ist das irgendwie ein bisschen doof. Aber vom Prinzip her ist das halt auch so eine flexible Sache, die halt überall funktioniert, wo so ein Argument reinpassen könnte. Was halt die Grammatik der meisten üblichen Sprachen nicht zulässt. So, für die nächsten Beispiele noch ein paar Wörter. Gerku, ach, was man noch zu Wörtern erzählen könnte, fällt mir gerade auf, das ist mir gestern so wie ein Xenos-Vortrag gekommen. Wörter sind also zumindest diese Grundwörter, also Gerku, Sani, Blanu, das Wiedke von vorhin und so weiter, die sind so entstanden, dass man sich hingesetzt hat und sich so also das war jetzt nicht das Ziel, dass das einfach zu lernen ist, das ist einfach nur so ein Nebeneffekt. Man hat sich die 5 meistgesprochenen Sprachen genommen, hat dann für jedes Wort, also zum Beispiel für Hund, hat man halt in den Wörterbüchern nachgeguckt, wie das Wort denn heißt, und hat dann auch einen feststehenden Algorithmus gehabt, nachdem diese Wörter dann zusammengewürfelt wurden, sodass das phonetisch teilweise eine gewisse Ähnlichkeit birgt. Hier sieht man das nicht so wirklich, aber wenn man sich Beispiel das Wort für Auto anguckt, Karsche, dann ist das ziemlich auffällig. Die Sprachen, die verwendet wurden, waren Englisch, Russisch, Mandarin, Timo hilft mir. Also es waren 5 Stück. Also, ja, ist mir gerade nur eingefallen. Genau, was wir noch haben, Zdani, X1 ist ein Haus von oder für X2 und Blanu, X1 ist blau. Oh ja, also wir haben auch das Wort Birje, das heißt, ja, das kann man trinken, das ist nämlich Bier. Na naja, gut, kommt drauf, darüber kann man sich auch mit Leuten streiten, ob man das trinken kann, aber okay. Genau, was wir jetzt noch haben, was ich bisher noch nicht behandelt habe, sind Deskriptoren, nennt man das. Genau, was ist eigentlich ein Hund? Naja, ein Hund ist etwas, was ein Hund ist. Ja, okay, also es steht schon da, von daher. Also etwas, was ein Hund ist. Ja, okay. Können wir das alles mal nach hinten verschieben, weil sonst komme ich echt nicht durch.
Also etwas, was in dieses X1 von Gerku reinpassen würde. Also etwas, was man in diesen Slot reinstecken könnte. Und der Mechanismus, um das da eben rauszuholen, also etwas, was in diesen Slot reinpassen würde, ist eben dieses Lo. Also das funktioniert so ähnlich wie das La, nur mit solchen Satzwörtern wie Gerku, Sdani und so weiter. Also was man tun könnte, wäre zum Beispiel Do Dunda Lo Gerku Ku Mi. Also wie das, also das sieht dann so aus. Also das hier ist das erste Argument, das Do. Das Dunda ist nach wie vor das Prädikat. Das zweite Argument, was vorhin Ti war, ist jetzt dieses Logerku, also etwas, das ein Hund ist, also ein Hund. Und dann wieder Mi. Also du gibst mir den einen, die Hund eh. Also die Kardinalität kann man halt wieder, also da gibt es auch Wege, das zu spezifizieren, aber das wird jetzt für einen Moment zu weit führen. Genau. Und die wunderbar tautologische Aussage, mit der man immer viel Spaß haben kann, Logerku, Kugerku, also ein Hund ist ein Hund. Genau. Oh ja, es gibt wieder Dinge, die man sehen kann. Da steht Timo Ausrufezeichen drin, weil da das Tool, das er irgendwie noch schnell zusammengehackt hat, vorkommt. So, ich fange einfach mal an. Also wir haben so zwei Parser, die halt einen beliebigen Satz in einen Parsbaum, mit dem man beliebig rumhantieren kann, rausparsen. Da gibt es Jbopihe, das bedeutet lojbanischer Fisch. Das ist eine Anspielung auf den Babelfisch. Und Shamjes, das ist ein neueres Tool, das so ein paar Sachen ein bisschen schöner macht. Allerdings in Java geschrieben ist und urlahm. Ja, nee, das, nee, 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 das, also das haben zwei Leute geschrieben, nämlich Shamgusmis, daher kommt die erste Silbe, und Jorges, daher kommt die zweite Silbe. So, ich zeige das jetzt einfach mal. Ich hoffe mal, dass ich das installiert habe, jo. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Satz von gerade eben nehme, mi dunda ti do, dann sieht das doof aus. Sekunde. So, genau. Also was der hier tut, ist eben das aufzuschlüsseln in das erste, also Dunda 1 ist das erste Argument für das Dunda, derjenige, der gibt, also givers, ist dieses mi, dann eben das Prädikat da drüben, also geben, Dunda 2 ist das zweite Argument, ti, und der Empfänger ist dann do. Das ist in dem Fall ziemlich witzlos, weil das hätte man auch einfach so mit so einer Regular Expression theoretisch rausparsen können. Wenn man so mal ein bisschen komplizierteres Konstrukt nimmt, zum Beispiel dieses logerku, Do, dann sieht man allerdings, dass der hier dann schon so ein bisschen coolere Sachen macht, weil hier geht dann so eine Klammer auf, hier beginnt dann so ein zweites Argument und dann erkennt er eben, ah ja, okay, dieses Lo scoped bis zu dem Q hin. Jo. Minus B, minus X. Ah, der kann das nicht. Dann tun wir das doch einfach mal so. Wenn ich. Ah, X. So. Das kann ich nicht parsen, sorry. Ich habe das noch nie benutzt, also die Funktion. Ja, okay, also der schlüsselt das halt hier so nach einzelnen Wörtern und Argumenten auf. Wenn ich das andere Tool jetzt mal vorführe, kann man das, glaube ich, ein bisschen besser erkennen, weil da fällt echt ein schöner Baum raus. Dann nehme ich jetzt einfach nochmal denselben Satz wie gerade eben. Genau. Und da sieht man jetzt halt diesen Baum, der da rausfällt. Also wir haben halt eben so einen Satz. Der hat halt ein erstes Argument und dann so ein Bre-Detail heißt das. Das ist so ein Restteil eines Satzes. Also die Struktur, die hier rausfällt, hat halt noch so ein bisschen mit der Sprachmechanik zu tun. Aber was man sehr schön sieht, ist dieses Sumpty 6, was eben genau diese Logerku-Ku-Geschichte ist, die er dann halt wegklammert. Diese Parser können halt jeden validen Lojban-Ausdruck eindeutig zerlegen. Also an der Stelle hört es halt auf jeden Fall für beliebige andere Sprachen auf. Weil das geht halt da einfach nicht. So, Timos Tool, mal gucken, ob ich das hinbekomme, ohne dass Dinge explodieren. Das malt nämlich ein. Ups. Genau, Timo hat so ein Tool geschrieben, Lojban Suggest, das auch mit Hilfe dieser ganzen Möglichkeiten versucht, so Fehler zu korrigieren und Ähnliches zu tun. Jetzt paste ich das da einfach mal rein und guck mal, ob das. Ui. Cool. Genau, also was das hier macht, ist diesen selben Baum nochmal halt aufzumalen. Und wenn man sich da an den Blättern entlanghangelt, sieht man halt Mi, Dunda, Lo, Gerku, Ku, Do. Und da oben dieses Sumpty 42. Ui. Das Sumpty 42 ist halt eben genau dieser Block wieder, den man da erkennen kann. Jo. Und also die Sache ist die, wenn man so ein Parse-Tree hat, oder allgemein die Möglichkeit hat, auf so ein Parse-Tree zu operieren, wo ist mein Ding hin? Da.
auf so einem Pass-Tree operieren, kann man noch mehr Spaß haben. Mir fällt gerade ein, dass ich das nicht in die Folien eingebaut habe. Ich zeige das nachher einfach mal so ad hoc. Genau, man kann da nämlich auch den Pass-Tree walken und halt Sätze generieren, die halt auch korrekte Slogan sind. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Markov-Ketten rumgespielt habt, aber so bei natürlichen Sprachen kommt halt meistens so Käse raus, also grammatikalischer Käse. Nun gut, jetzt nochmal ein bisschen mehr Sprachmechanik. Was man tun kann, ist am Ende von so einem von so einem prädikatenlogischen Aussage die Argumente wegzulassen. Also ich kann zum Beispiel auch nur sagen, midunda la mate q. Also das bedeutet dann, ich gebe die Mate jemandem, was dann aus dem Kontext zu inferieren ist. Also wenn ich das halt nicht spezifizieren will. So. Das ist etwas beängstigend. Dieses Klammer bedeutet, x1 geht nach x2 von x3 über die Route, die in x4 spezifiziert ist, mit dem Fortbewegungsmittel x5. So. Oh, hey, jetzt merke ich gerade, ich habe hier leichten Folienreuse betrieben. Paar Slides kommen aus den Sachen, die noch auf dem Kongress waren. Jo. Ja. Ja, das ist auch, also ich kann das auch gerade nochmal zeigen. Also, beziehungsweise ich zeige das nachher, wenn wir noch eine coolere Möglichkeit kennengelernt haben, Sachen auszulassen, da sieht man das ein bisschen besser. Aber das, also man kann das auf jeden Fall auch, in jedem Fall kann man Dinge eindeutig parsen. Also auf syntaktischer Ebene, semantisch, also was das dann bedeutet, ist halt, das kannst du nicht. Du kannst nicht Semantik formalisieren. Das wurde versucht, das ist grottenfehlgeschlagen. Aber, nun ja. Also das Beispiel, das ich jetzt hier habe, also ist diese Grund. Bin ich doch gerade dabei. Ich bin doch gerade dabei. Also diese 5-R-Relationen sind die schlimmsten, die wir haben. Also davon gibt es auch nicht viele. Also es wird nicht unendlich viel. Also das Beispiel, wo man das jetzt sehen könnte, ist, was jetzt hier nicht stimmt. Ich fahre von Hamburg zum Kongress. Da eigentlich steht da, ich gehe von Hamburg zur Gulasch-Programmiernacht. Also ja, bitte mach das. Okay. Jetzt bin ich raus, danke. Genau, also hier wird halt eben auch der Rest von dieser Spezifikation, also die Route, von wo ich hingehe und nee, das irgendwo, also das hier ist spezifiziert, das ist nach Hamburg Q, also Hamburg. Die Route und das Transportmittel haben wir nicht spezifiziert. Jetzt das Problem ist, manchmal will man auch Sachen in der Mitte weglassen. Also zum Beispiel, ich gehe irgendwo hin von Hamburg aus. Das kann man dann machen, indem man einfach so ein Sohe einfügt, das einfach so ein Nil ist. Das bedeutet, also das heißt, hier steht das, was aus dem Kontext heraus reingehört. Also in dem Fall Miklama Sohe, das ist eben das erste Beispiel, wo wir diesen Apostroph sehen, der halt als H ausgesprochen wird. Miklama Sohe nach Hamburg Q. Also ich gehe irgendwo hin von Hamburg. Das kann natürlich. Ja, also implizit man kann das dann natürlich auch so auffüllen, wenn man lustig ist. Also dieser Satz von vorhin, dieses Miklama Gulasch Programmiernacht Q, ist genau dasselbe, wie wenn ich sagen würde, Miklama la Gulasch Programmiernacht Q, Sohe, Sohe, Sohe. Was natürlich doof ist, weil das sagt keiner und da will auch niemand mehr sprechen. So, selbes Problem wie gerade eben, das sind Kongressfolien. wobei ich nur so Regex-mäßig Kongress durch Gulasch Programmiernacht ersetzt habe. Wenn man jetzt in der Mitte was weglassen will, ist das halt teilweise so ein bisschen lästig. Also, Miklama la Gulasch Programmiernacht Q, Sohe, Sohe, la Leif Erikson. Also, da lasse ich jetzt halt die Quelle und die Route weg. Also, wenn man diese ganzen Sohes sagt, da wird man doof im Kopf. Und deswegen geht das auch anders. Nämlich mit sogenannten Tagging. Man hat diese Strukturwörter, fa, fi, fi, fu, fu, mit denen man halt so an das nachfolgende Wort drankleben kann. Das flutscht jetzt bitte doch in den entsprechenden Slot rein. Also fa bedeutet, das Wort, das jetzt als nächstes kommt, landet in x1. Fu bedeutet, das Wort, das als nächstes kommt, landet in x5. Also das Beispiel von gerade eben mit der Leif Erikson zur GPN. Oh, hier stimmt's. Erstaunlich. Mit der Leif Erikson zur GPN kann man diese dritte und vierte Argumentgeschichte überspringen, indem man einfach dieses Fu benutzt. Und dann landet dieses Ding in der 5. Jetzt kann ich auch nochmal die Geschichte, die Frank gerade meinte, mit dem Pass-Tree zeigen, wenn ich dann. Ups. Es war Licht. Ach, hier haben wir es doch. Wenn ich das hier mal nochmal eintippe, Miklama. Ich mache jetzt einfach mal so ein. Das ist eine metasyntaktische Variable.
So, da sieht man jetzt eben, dass er dieses Pfad hier rauspasst und eben hier separat einordnet. Wenn ich das mit dem anderen Tool mal mache, wird man dann auch sehen. Und dieses. So. Da sieht man eben, dass er hier dieses Klammer sofort, also dieses Abu, das ist auch so eine Meta, also es ist so ein bisschen so eine metasyntaktische Variable, in das fünfte Argument einsortiert. Also das funktioniert auf jeden Fall auch eindeutig passbar. Das war ja mehr oder weniger die Frage, die ja vorhin kam. Ich habe zu viele Workspaces. So. Genau. Ja, okay, das überspringe ich jetzt. Oh, nee, wir haben ja noch genug Zeit. Okay, also was man auch noch macht nach den Tags, wird weitergezählt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses for hier benutze, dann ist das Argument danach. Ah, hier habe ich das auch angepasst. Also ich fahre mit der Leif Erikson zur Gulasch-Programmiernacht über den Rhein. Also La Rhein-Kuh. Das landet durch das for eben in dem vierten Slot. Und danach wird eben bei der einfach weitergezählt. Also dann brauche ich nicht noch sagen, fu. Laleif Erikson Q, sondern kann das einfach weiterlaufen lassen. Okay, wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja gerne gehen, bevor du irgendwie den. Ja. Was war die Frage? Ja, also genau. Das Beispiel, das ich gerade brachte, wo eben weitergezählt wird, ist Mi Klama, La Gulasch Programmiernacht-Q. Also dieses La Gulasch Programmiernacht-Q landet eben in dem zweiten Slot. Fo La Rhein-Q, durch das Fo landet das in vier und dann wird halt weitergezählt. La Leif Erikson-Q landet halt im fünften Slot. Man kann das auch beliebig kombinieren, diese Tags, wobei man dann auch wieder von Leuten geschlagen werden wird. Also dieselbe Aussage ist, wie gerade eben. Fula Leif Erikson Q, Fi Sohe Fa Mi, La Gulasch Programmiernacht Q, Klammer, Fula Rain. Also wenn man das jetzt mal so durchiteriert, das Leif Erikson ist in dem fünften Slot wegen dem Fu, im dritten Slot steht einfach nichts, weil man kann das ja immer mal sagen. Im ersten kommt das Mi, im zweiten die Gulasch Programmiernacht und im vierten der Rain und das Klammer wandert da halt lustig durch die Gegend. Also da kann man beliebig verwirrende Aussagen treffen. Das macht nur keiner, weil dann wird mal blöd im Kopf. So, was man auch noch machen kann, das ist auch noch so ein Sprachfeature, das ich noch zeigen möchte, ist Komposita. Also auf Logbahn heißen die Dinger Tanru. Wenn man so zwei Satzwörter wie zum Beispiel Blanu und Zdani hintereinander stehen hat, werden die zu so einem Ding, das halt das gemeinsame Konzept verbildlicht. Also Tanru sind so von der semantischen Ebene her absichtlich mehr durch, dass man die so im Gespräch halt schnell erzeugen kann. Es gibt auch einen Weg, da den Sinn festzugießen, dazu erzähle ich nachher noch was. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem rede und von einem blauen Haus reden will, dann sage ich halt einfach Blanus Dani. Das ist dann, also wenn man es so expandiert, ist das eine blaue Art von Haus. Das geht auf Englisch ein bisschen besser, da sagt man einfach Type of. Aber ich habe das mal versucht zu übersetzen. Alternativ kann man auch von einem Gerkusdani sprechen. Man würde das, also in so regulärer Sprache würde man das anders machen, aber dazu braucht man ein Sprachfeature, das ich noch nicht erläutert habe. Deswegen man kann das auch so sagen, das ist vollkommen valide. Gerkusdani ist eine Hundeart von Haus. Also das kann ein Hundehaus sein, kann aber auch ein Haus sein, das aussieht wie ein Hund. Das ist halt so ein bisschen vage und muss aus dem Kontext inferiert werden. Nein, dann wäre das ein Zdani Gerku. Also es ist die Hauptkomponente, auch wo die Slotstruktur herkommt, ist immer das, was an letzter Stelle steht. Also Blanus Zdani hätte halt die Platzstruktur. Also Zdani hat ja X1, ist ein Haus für X2. Und Blanus Zdani ist halt X1 ist ein blaues Haus für X2. Also die Struktur und also die Hauptbedeutung ist immer das letzte Wort. Das klammert auch, also die Klammerung, genau, das sehen wir hier. Wenn ich sage Blanu Gerku Zdani, dann haben wir so ein Klammerungsproblem. Also ist das jetzt linksassoziativ oder rechtsassoziativ? Und in Logbahn ist das festgelegt, natürlich. Die meisten Dinge sind linksassoziativ. Also Blanu und Gerku fallen zusammen. Und demnach haben wir ein Blanu Gerku Zdani. Und das ist ein Haus für blaue Hunde, was auch immer das sein mag. Man kann diese Klammerungsstruktur auch umbiegen. Ich weiß gar nicht, habe ich dazu eine Folie? Nein, habe ich nicht. Also man könnte sagen, es gibt dieses Wort Bo, das sagt so binden. Wenn ich sage Blanu Gerku Bosdani, dann ist das ein blaues Hundehaus. Dann geht diese Klammer halt gerade von da eins weiter nach rechts. Also das kann man auch alles machen. Da gibt es auch beliebige Möglichkeiten da. Also man kann auch so richtig klammern, also mit Klammern sprechen.
Das sind andere Wörter. Aber, jo. So, das eins der letzten Sachen, die ich jetzt noch so zeigen möchte, sind Conversions. Das sind sehr hilfreiche Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel, bringe ich gleich ein Beispiel. Also das sind diese vier Stück, C, T, W und G, die halt immer das x1 und das xn vertauschen, also C vertauscht x1 und x2, T vertauscht x1 und x3 und so weiter. Also wenn ich zum Beispiel sage C Klammer, dann bedeutet das, x1 ist das Ziel von GRX2, von x3 mit Router, also das bleibt so wie bei Klammer selber. Das mag jetzt auf den ersten Blick irgendwie ziemlich sinnlos erscheinen, weil wieso will man das durch die Gegend schieben, außer man will sich irgendwie so Fafi-Fifu-Fu sparen, das wird auch gemacht. Aber im Allgemeinen benutzt man das eher für solche Sachen wie Lo-C-Klammer-Q. Also wenn ich jetzt von einem Ziel sprechen möchte, wo jemand hingeht und dann versuche irgendwie Lo und Klammer zu verheiraten, dann geht das halt einfach nicht, weil dieses Lo bindet halt immer um das erste Argument. Also Lo-Klammer-Q wäre halt ein Geher. Und wenn ich jetzt von einem Ziel sprechen will, dann muss ich halt Satzwort da drin halt umbiegen und das macht man eben mit diesen Conversions. Also Lo-C Klammer Q ist halt jemand, der ein Ziel. Man kann das beliebig weit treiben. Das klammert von rechts, also in dem Fall, die Dinger klammern nach rechts. CTWGW Klammer ist vertauscht erst x1 und x4, x1 und x5, x1 und x4, x1 und x3, x1 und x2. Auch das gehört zu den Dingen, die man tun kann, aber dann von Leuten gelyncht wird. Entsprechend benutzt man für so die, also wenn es mehr als zwei werden, benutzt man lieber Fafi-Fifu-Fu. So. Gibt's eine Frage? Ach so, nee, klang nur so. Gut, was ich jetzt zeigen wollte, was jetzt aber nicht gehen wird, da ich wieder, vielleicht tut, in, ja. Also es gibt einen Generator. Ach, Timo hat das auf seinem Rechner drauf, das ist ja cool. Also es gibt ein Programm, das heißt Mnismu. Wörtlich übersetzt bedeutet das so ein wenig Sinn. Das ist eben eigentlich ist das ein Bot, oder also es wurde später zu einem Bot. Kannst du gerade mal x-randere, tralala, blub. Okay, dann gebe ich dir einfach mal den Stöpsel. Und red währenddessen. Das eben genau den umgekehrten Weg geht, wie dieser Parser, den ich vorhin gezeigt habe. Das nimmt sich halt diese. Also, wir haben. Also, die Grammatik ist übrigens so ein EBNF, dass man sich halt runterladen kann und damit kann man Dinge tun. Also, das in den Jack reinschmeißen und dann fällt dann halt ein Parser raus und solche Späße. Mnismu macht halt genau den umgekehrten Weg, nimmt sich diesen Baum und sagt: Ich laufe jetzt mal da lang, da lang, da lang, da lang. Und dann fallen halt irgendwelche Sätze raus. Zum Beispiel: Du kannst so ein X. Ja, okay. Also teilweise, also das geht zum einen zum anderen, weil das eben alles so prädikatenlogische Aussagen sind, womit man halt so auch ein bisschen Semantik gut umherwurschteln kann. Hat dieses Ding auch die Möglichkeit, dass man dem so Aussagen reinschmeißt, also zum Beispiel Kamele können nicht schwimmen oder ein Kamel kann in Milch nicht schwimmen. Und dann baut das die Sätze schlussendlich so, dass diese Aussage wahr bleibt und solche Späße. Also da kann man schon coole Sachen mitmachen. Und wir hatten auch bei uns im IRC-Channel, also im Logebahn, es gibt einen auf Freenode, Raute Logebahn. Das ist so ein Channel, wo ziemlich viele Leute abhängen, wo man auch wenn man so Fragen hat oder einfach nur so mal ein bisschen immersiert werden will, rumhängen kann. Also sehr zu empfehlen, wenn man sich da mehr mit befassen will. Nee, also da haben wir die Policy, wenn man über Logeban spricht, darf das in jeder Sprache gerne passieren. Wenn man über alles andere reden will, dann bitte auf Logeban. Das funktioniert erstaunlich gut. Genau, wir hatten da eine Zeit lang diesen Bot rumhängen und der hat halt so manche etwas beängstigenden Aussagen. Hast du zufälligerweise das Quote-File da? Also, du hast das große Internet? Ah ja, genau, also was man da oben sieht, Timo hängt sehr oft auf unserem 4chan-Klon rum, auf Logeban. Jibochan heißt das Ding. Also das ist eben so ein Imageboard, wo halt eben Logeban passiert und teilweise gibt es auch noch so, ui, dann gibt es halt auch noch so Ressourcen, lass das vielleicht gerade mal offen. Also wir haben eben so ein Online-Jibofi-Dingen, Sanche, das ist so, wo man Dinge aufsprechen kann und die werden dann so, also so ein Audioboard. Und dann haben wir eben die Referenzgrammatik, die kann man online lesen, die ist auch so unter so einer BSD-artigen Lizenz, wo man rumkopieren, rumdingen kann und halt so alles Mögliche. Also die Seite ist echt empfehlenswert, da hat es jede Menge Material, wo man sich umgucken kann. Aber ich habe auch nochmal eine Linkliste. Ach ja, man sieht meine Folie nicht. Genau, also Khamselsku ist so, das bedeutet so lustige Aussagen, also das ist unser Bash. Genau, Logebot hieß das Ding.
dass das, also dass dieses Minismo integriert hatte. So, warte mal, scroll mal durch, irgendwie was Lustiges. Ja, genau, also zum Beispiel diese Nummer 71. Also der fragt, also Paper Machine fragt, hey Logeboot, tötest du mich? Wieso auch immer. Und dann spuckt er halt, also deswegen habe ich gerade diese Conversions erklärt, weil der das sehr gerne tut. Ich kann das jetzt on the fly vermutlich nicht übersetzen. Der Gegrüßte von vorherigen, der benutzt halt auch solche Sachen wie Wahi und so Wörter, die man halt im Alltag nicht wirklich benutzt. Weil, aber das könnte man dem austreiben, das macht das halt so ein bisschen cool. Also der vorhin Gegrüßte von diesem. Mach du das. Ach Gott. Ich bin mir nicht sicher, was Riesner gerade ist, aber der von selbigem Gegrüßte tötet den Betreiber der Schule von der Person, dessen Name mit J anfängt. Und dann steckt da noch irgendwie eine Person mit drin in der Schule. Und das übersetzt sich halt irgendwie nach dem Motto, ja, selbiger wird in die Schule rennen und alle erschießen. Und das ist halt beängstigend. Ja, und also da hatten wir auch schon ziemlich viel Spaß mit. Also es gibt da irgendwie so an die 20 Sachen, die da mal so rausgefallen sind, die halt, ja oder auch nicht. Ja, die sind nicht alle da drin. Also ich habe da so irgendwie privat noch eine Liste rumfliegen, die ich auch mal vielleicht da reinsinken könnte. Nun gut. Wie auch immer, kriege ich das den Stöpsel wieder, weil ich habe noch ein paar Folien. So. Genau, sonstige Leckerbissen. Das ist der Punkt, an dem mir so noch 10.000 Sachen eingefallen sind, die ich gerne erklären wollte oder erzählen wollte, aber die halt noch viel mehr ausholen bedürften. Deswegen mache ich das jetzt einfach so im Akkord. Also was wir noch haben, sind sogenannte Abstraktoren. Das ist auch ein ziemlich cooles Feature. Man sieht dieses Nu da vorne. Also, oder fangen wir erstmal an. Mi dunda la maten do ist, was wir vorhin schon mal hatten. Ich gebe dir eine Mate. Ja, also die oder eine, das ist auch so eine Sache. Man kann das auch richtig ausqualifizieren, aber ich habe das der Einfachheit halber jetzt mal weggelassen. Also genau, also dieser Satz, der da drin steht, also von dem Mi bis zum Do einschließlich, ist halt eben genau das, was ich gerade sagte. Und dieses Nu K, das man da drum rumgepackt hat, macht daraus, also packt einen beliebigen Satz in so eine Prädikatenrelation rein. In dem Fall das Nu im Speziellen. X1 ist ein Ereignis, das passiert, was da drin steht. Auch das ist so für sich alleinstehend irgendwie im Allgemeinen oder auf den ersten Blick ziemlich witzlos. Was man aber machen kann, ist, das in so ein Lo reinzupacken, was wir gerade eben schon gesehen haben, was aus so einem Satzwort oder aus so einer Satzphrase, die da jetzt entstanden ist, wieder ein Argument macht. Also Lo Nu. Und das ist auch die Form, die man am meisten sieht. Lonu mi dunda la maten dokei ist halt eben genau das Ereignis, dass du mir eine Mate gibst. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter ausbreitet, dieses mi jisha bedeutet also, ich wünsche mir, dass das nachfolgende Ereignis eintritt. Das ist halt typisiert. Das zweite Argument von jisha ist ein Ereignis. Und weil du kannst, also ja, in dem Fall ist das so spezifiziert. Und da packt man eben dieses Lonu rein und hat dann so ein Argument, das dann eben genau das tut, was man will. Und da, das gibt zum, das ist eine der Sachen, die halt einem eine riesige Flexibilität gibt, Sachen auszudrücken, die man in anderen Sprachen halt teilweise nicht darstellen kann. Nämlich zum Beispiel, also vom selben Typ ist das Wort K, das so ein wie Lambda funktioniert effektiv. Das packt einen Satz. Ah, ich hätte dazu ein Beispiel machen können. Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal den Satz von gerade eben hernehmen und jetzt einfach sagen, Ka mi dunda shehu do, okay, ist das so ein Objekt, das man aufrufen kann und schiebt dann ein Argument rein. Und das ist in dem Fall genau das, wo vorhin das shehu stand. Also man kann das so wegpacken und dann so wieder applyen. Damit kann man auch Spaß haben. Ich habe jetzt, wie gesagt, kein Beispiel da, aber ja, also das ist so eine coole Sache. Was dann auch noch sehr, also man benutzt ja so im Allgemeinen, wenn man irgendwie in der Sprache, also wenn man so in, also manchmal will man ja irgendwie, wenn man sich verplappert, will man ja Sachen korrigieren und in natürlichen Sprachen, aber ich meinte dieses, jenes. In Lojban haben wir diese Familie Sa und halt noch so ein paar andere Sachen. Also in dem Fall ist das Wort Si, das die Magie macht, das ist so ein Ctrl-W. Lösche das letzte Wort. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, also wenn ich gesagt hätte, Kolebna la maten mi, würde das bedeuten, klau mir meine Mate. Das will ich natürlich nicht. Deswegen kann ich, wenn ich merke, dass ich gerade Schwachsinn rede, sagen, Kolebna si dunda la maten mi. Und dann ist das genau dasselbe, als hätte ich gesagt,
Kodundalamatenmi. Dieses Xi gibt es auch noch in beliebigen, also das ist noch das, was man so einfach nachbilden kann. Was es dann auch noch gibt, ist eins, das so die gesamte grammatikalische Struktur, also so einen Subbaum wegwirft und solche Späße. Was wir auch haben, was momentan noch experimentell ist, aber auch sehr gerne benutzt wird, wir haben auch Regular Expressions. Also man kann. Also man kann sagen, wenn man irgendeinen Satz gesagt hat, dann sagt man, also zum Beispiel, wenn ich gesagt hätte, co lebna lamaten mi, und dann im Nachhinein feststelle, oh verdammt, dann kann ich noch eben genau dieses, also s-slash, das ist ein lohai, lebna sahai dunda lohai, sagen, und dann ist das genau das, also das ist ein s-slash lebna-slash dunda-slash. Also das wird im IRC sehr gerne genutzt und ist halt doch sehr hilfreich, wenn man halt irgendwie so komplexere Operationen durchführen kann. Das ist ein bisschen, sogar noch ein bisschen flexibler als das handelsübliche Regular Expression Zeug, weil man da auch so ein bisschen Semantik reinfriemeln kann, wenn man das will. Okay, nächster Punkt, noch so Zeit. Lojban hat ein extrem mächtiges System, um Zeiten und Orte zu beschreiben. Das funktioniert so, dass man von dem Sprecher eine beschreibt, wie man sich durch Zeit und Raum bewegen müsste, um zu dem Ereignis, das beschrieben wurde, zu kommen. Ich habe jetzt dummerweise nur das Extrembeispiel auf die Folie gepackt. Machen wir mal ein einfacheres. Wenn ich sage, mi ba dunda la maten do, bedeutet dieses ba, dass dieses Ereignis in der Zukunft liegt. Also es bedeutet, also wenn man das so wörtlich aufschlüsseln würde, gehen in die Zukunft, um zum Ereignis zu gelangen, wo ich dir Mate gebe. Der Extremfall, den man kann es halt beliebig treiben, das geht halt mit Raum und Zeit, also dieses ganze System läuft in so einem vierdimensionalen Raum. Wir haben auch, also es wurde diskutiert, wie man da die Relativitätstheorie einbringt, aber ich glaube nicht, dass. Es gibt da ein langes Paper zu, aber ich weiß nicht, ob da ein Ergebnis bei rausgekommen ist. Also, Lobam Latu, Shupusi, Sehu, Mohu, Rihu, Wu, Shahu, Visuze. Das bedeutet, die zukünftige Katze hörte vor kurzem auf, eine lange Zeit weit rechts und ein wenig vor mir zu sitzen. Also, dass das möglich ist, heißt nicht, dass das Leute den ganzen Tag lang tun, aber man hat halt die Möglichkeit, das ziemlich cool auszuspezifizieren, wenn man den Bock drauf hat. Ich habe auch noch so ein cooles Diagramm, das jetzt. Nicht. Oh, es funktioniert sogar. Genau, wir haben auch noch, also das ist auch noch so eine Sache, die in natürlichen Sprachen oft untergeht, zumindest im Deutschen, also im Deutschen insbesondere. Andere Sprachen wie Russisch haben das weitaus prägnanter, ist der sogenannte Aspekt. Aber wir haben ja, wenn du so ein Ereignis hast, also wenn man so ein Ereignis hat, zum Beispiel die GPN, dann kann ich zwar sagen, die GPN ist jetzt gerade, aber was man im Deutschen sehr wenig tut oder nur implizit tut, ist halt sozusagen, wir befinden uns jetzt gerade mitten in der GPN, am Anfang der GPN. Die GPN hat gerade kurzzeitig mal aufgehört, geht aber gleich wieder weiter. Die GPN ist ein Punktereignis und solche Geschichten. Und auch das geht in, kann man in Logeband halt eben sehr schön ausspezifizieren. Also zum Beispiel, wenn ich sage, mi puhu dunda la maten do, bedeutet das, dass ich mich, dass das Ereignis, die Mate zu geben, noch nicht stattgefunden hat. Das ist auf den ersten Blick dasselbe wie die Futur-Geschichte mit Bar, die ich gerade eben schon genannt habe. Aber okay, das sieht man in dem Beispiel vielleicht nicht. Dieses Shoha ist da vielleicht besser. Das ist eben genau der Punkt, in dem das Ereignis anfängt. Aber wenn ich sage, mi Shoha dunda lamaten do, bedeutet das, dass ich genau jetzt anfange, dir die Mate zu geben. Also wenn man das dann als Prozess bezeichnen will. Und solche Sachen. Also. Wir haben halt extrem viele Möglichkeiten, solche Sachen zu spezifizieren, wenn man das denn will. Das war auch eines der großen Ziele, die man da verfolgt hat, bei Lojban eben zu ermöglichen, möglichst alles, was man sich so an Konzepten vorstellen kann, auch irgendwie zu versprachlichen. Und möglichst flexibel so zu versprachlichen, dass das halt auch ohne große Hirnverknotereien so rauskommen kann, wie man das teilweise im Deutschen machen muss, wenn man so ein Passiv irgendwie umfrickeln will oder so, stolper ich regelmäßig drüber. Was auch cool ist, ich habe vorhin bereits gesagt, Logban bedeutet die logische Sprache. Wir haben auch ein ziemlich cooles Logiksystem. Wenn ich, also was hier der große Witz ist, also diese beiden Wörter kennen wir auch noch nicht, da erzähle ich gleich noch was dazu. So wollte ich mir nur Platz auf der Folie sparen. Was interessant ist, also Schiedka bedeutet x1 ist x2. Also in dem Fall ich esse ein Yum Yum. Und hier dieses E ist ein logisches Und. Also bedeutet das, ich esse sowohl Yum Yums als auch Gulasch.
Das ist irgendwie noch ziemlich witzlos. Wir haben aber also wir können beliebige logische Verknüpfungen darstellen, also alle 16 möglichen halt, also alle dualen Geschichten. Nämlich, was es zum Beispiel auch gibt, ist die Geschichte, wo jetzt das E zu einem O geworden ist. Und dieses O ist ein genau dann, wenn. Also ich esse ein Yum-Yum genau dann, wenn ich Gulasch esse. Das ist jetzt gerade keine zeitliche Aussage, auch das kann man spezifizieren, aber in dem Fall ist das wirklich nur so ein logischer Zusammenhang, also so ein Äquivalenzpfeil. Also wenn ich Yum-Yum esse, ist das so genau das gleiche, wie wenn ich Gulasch esse. Dann gibt es auch so, also man kann halt beliebige Relationen darstellen. Das geht nicht nur mit Argumenten, sondern das geht auch so mit diesen Prädikaten selber. Das funktioniert so ziemlich auf die genaue selbe Art und Weise, nur das sind andere Wörter, damit das immer noch parsbar bleibt. Da habe ich jetzt kein anderes Beispiel dafür. Da können wir, also wenn da noch irgendwie Interesse besteht, kann ich da noch irgendwas Lustiges zusammenschustern nachher, wenn wir noch Zeit haben. So dieses Oinai-Roho, was da noch drin steht, ist auch noch so eine ganz lustige Sache. Wir haben die sogenannten Attitudinals. Das sind so. Da gibt es eine, also habe ich mir sagen lassen, ich spreche kein Japanisch, aber ich habe mir sagen lassen, Japanisch hat sowas Ähnliches. Das sind Wörter, mit denen man, also in Lojban, das vorhergehende Wort taggt, mit so einer emotionalen oder so einer subtextuellen Information. In dem Fall bedeutet oinai, also oi ist complaint, nai negiert das, und das ist definiert, oinai ist ein pleasure. Und roho qualifiziert das als so physisch. Also wenn ich sage oinai roho, sage ich, dass dieses Shitka, also das Essen, zu Physical Pleasure führt. Also wenn ich keinen Hunger mehr habe, dann ist das auf jeden Fall der Fall. Also das kann man eben auch machen. Auch dieses System ist sehr mächtig. Wir haben da irgendwie so an die 26 Dimensionen, in denen man solche Sachen spezifizieren kann. Da kann man das halt noch mit diesen Roho, Rohe und so weiter ausqualifizieren. Also da kann man auch einige Dinge mit tun. So. Oh, interessant. Das ist ja schon fast fertig. Okay, also im Vergleich zu Esperanto erstaunlich klein, also eine sehr kleine Community. Gut, das ist insofern nicht erstaunlich, dass Esperanto die Plansprache ist, die so die größte Community hat. Aber wir haben so an die, ich würde mal so über den Daumen peilen, 200 Leute, die da mehr oder weniger regelmäßig drin rumspringen. Wir haben eine Webseite, das ist ein Wiki, wo unendlich viel Material drin rumliegt. Das ist teilweise ein bisschen unübersichtlich, das wurde in letzter Zeit ein bisschen aufgeräumt. Aber also nicht abschrecken, dass man findet alles, was man da wissen will, aber man muss unter Umständen ein bisschen graben, wenn man Pech hat. Aber mittlerweile ist das eigentlich schon besser geworden. Dann haben wir Bochan, das haben wir gerade eben schon gesehen. Da hat es halt zum einen dieses Imageboard, was teilweise sehr lustig ist, da entstehen auch einige lojubanische Meme. Unter anderem hat es halt auch diese Referenzgrammatik. Ich habe die in gedruckt in einer riesigen großen Aktion erstanden, aber ich habe es verplant, die heute mitzubringen. Also man kann die auch kaufen, aber wie gesagt, also der Text ist frei verfügbar, man kann damit den fröhlich kopieren und so. Und da gibt es auch alles mögliche andere Material. Wir haben einige Texte, wir haben eine vollständige Übersetzung von Alice in Wonderland. Von so diversen Kafka-Texten und Teile der Bibel und solche Geschichten, die teilweise sogar sehr gut sind. Weiterhin haben wir dieses Lanish Deshadzu, das habe ich vorhin schon mal gezeigt. Das ist ein Roman, der von einem der Autoren von diesem Parsing-Tool, Shambusmis, komplett auf einem Palm geschrieben wurde und irgendwie so, keine Ahnung, 200, 300 Seiten hat oder sowas. Und also. Das ist eben eine Geschichte, die nicht übersetzt wurde, sondern von direkt in Lojban entstanden ist. Und das merkt man, wenn man das liest, sieht man halt, wie diese ganzen Features, die hier vorhanden sind, halt noch viel besser integriert worden sind, als wenn man so einen natürlichsprachlichen Text übersetzt, wo halt implizit immer noch so diese Gedankenstrukturen, die einem natürliche Sprachen aufzwingen, drin sind. Weiterhin haben wir dann auch so andere Sachen, also so diversen Output. Wir haben so ein paar Leute, die Musik machen. Wir haben Lyrik, also so Gedichte. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Es gibt eine sehr große Kultur, Limericks in Lojban zu schreiben. Warte mal, es gibt wieder Netz. Ja, kannst du das gerade mal vielleicht herklicken? So mal ein paar Beispiele. So vielleicht Bradijebandu und so ein Limerick oder so. Ja, Dinge bauen, genau. Ich wollte in dem Vortrag so ein bisschen zeigen, dass man mit Lojban halt mehr Dinge tun kann, die vielleicht so für unser eins cool sind als mit anderen Sprachen. Weil man halt eben viel mehr Möglichkeiten hat, da so
mit Computern oder Software eben ranzugehen. Was man tun kann, wenn man irgendwie Lust hat, mit zu frickeln, ist die Welt beschreiben. Wir haben so ein bisschen das Problem, wir haben halt so eine unglaublich mächtige Semantik, dass wir beliebige Dinge beschreiben können und deswegen geht das so ein bisschen langsam voran, weil, also ich erinnere mich an einen Tag, wo irgendwas mit Vulkanen in den Nachrichten war, das ist schon länger her, das war nicht diese aktuelle Geschichte. Und dann fing im IRC-Chain so 2 Stunden lang die Diskussion an, was eigentlich einen Vulkan auszeichnet, wie man das Wort denn am geschicktesten baut. Man kann das natürlich beliebig weit treiben. Also Logiban hat Lehnworte, die werden auch sehr, sehr viel benutzt, aber da ist halt so ein bisschen der Antrieb da, das so richtig zu machen und halt direkt in Logiban zu beschreiben. Und also da gibt es echt noch Sachen, wo man selber sich einbringen kann. Weiterhin Software basteln, also wie ich jetzt gezeigt habe, kann man, also ich habe einige Sachen nicht gezeigt, die auch noch algorithmisch gehen, aber das ist alles eigentlich vergleichsweise einfach. Ich kann das vielleicht gerade doch nochmal zeigen. Wir haben noch so ein Tool, was auch ganz lustig ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, für diese Komposita, also zum Beispiel dieses Blanusdani, das blaue Haus, ist halt die Bedeutung a priori erstmal nicht definiert, sondern muss aus dem Kontext rauskommen. Und dann gibt es halt so einen speziellen Subtyp von diesen Worten, die so zusammengezogen wurden, Lujo nennt man die, für die die Bedeutung halt festgelegt ist. Und hier kann man auch, man kann so diese Lujo algorithmisch aus diesem Tanru hier generieren. Wenn ich das nämlich laufen lasse, wird daraus dieses Blasda. Also solche Sachen. Und dann gibt es noch einige Sachen mehr, die halt auch so spezifiziert sind, die man ohne größere Schwierigkeiten eigentlich frickeln kann. Und da kann man sich ja auch einen Spaß mit haben. So. Ja, das war so der Gedanke. Also, wir haben es bisher immer so gehalten, wenn da irgendwie noch Leute Interesse hatten, dann noch ein bisschen mehr zu sehen, was man noch so machen kann oder Sachen vertieft zu tun, dann könnt ihr auch einfach bei Timo oder mir nachher mal vorbeispringen und dann erklären wir noch beliebige Dinge. Ich glaube, das war auch mein letztes Slide. Ja, dann kommt jetzt noch das Zeug von Timo und dann sind wir auch eigentlich durch in fast der Zeit, die ich mir gedacht habe. Super. Jo. Also, wie gesagt, wir haben. Ja, genau, also. Timo hat mich gerade aufgefordert, bitte zu warten. Ah, ja, genau, also das ist eins, also das ist mein persönlicher Favorit, eben so ein Gedicht. Ich kann mal so ein bisschen was vorlesen, dass man vielleicht so ein bisschen längeren oder einen Eindruck bekommt, wie die Sprache so von der Rhythmik her klingt. Bihu pafinti shmi vegeprami shuzutse shofengu gihipilnulis gami. Idalu shudasi sain hilisdani. Isahalisikri leitoni shuchrani. Ich kann das auch mal so ein bisschen übersetzen. Also, neue Informationen. Ein Autor, der liebt und lebt, sitzt. Ja, wütend, einen Computer benutzend. Rum. Flucht und zetert sehr in seinem Haus. Ich sehe Verbrechen, Schaden, wie heißt denn das? So Leute, die ein Land führen. Der Regierung. Also der Text ist so ein bisschen komisch. Also ich glaube da einen Sinn rauszuhören, aber ja. Also das ist halt so von der Sprachtextur her sehr spaßig. Bitte? Ein Erlkönig? Nee, das ist kein Erlkönig. Ach so. Nee, das ist es nicht. Also, nee, das geht dann ganz anders weiter. Also, dann geht es um irgendeinen Mönch, der Dinge tut und den Malsi Shokrasi Lopantibustura, den Tempel, der die Quelle alles Friedens ist und so. Das ist teilweise ein bisschen komisch, aber ich finde das trotzdem sehr cool. Dirty Limerick, den kann ich jetzt vermutlich auf Anhieb nicht übersetzen, weil ich ewig keine Vokabel mehr gemacht habe. Also das ist von Jorges, das ist der eine andere Mensch, der diesen Parser geschrieben hat. Kann ich auch mal vorlesen. Doi dirba, kopilno lechanche, e ehu je jiha letanche. I seju kosutra, lenu shakeputra, i ehu koshupra nosanche. Kriegst du das übersetzt, Timo? Ach so. Stimmt, ja. Ja, das ist noch so ein bisschen die andere Komponente. Diese Limericks haben bei uns zumindest so die Eigenheit, teilweise etwas versaut zu sein. Ja, bitte, Timo. Also, ich umreiße mal ganz kurz, was hier so vorkommt. Doi dirba ist eine schöne Konstruktion, damit sagt man, ich spreche dich an, meine Liebe. Benutze doch bitte und jetzt
die Hand, ja, ist ja normal, dass man Hände benutzt. Oder, das fände ich auch super, die Zunge, ja. Und Sutra ist schnell und ja, das ist alles sehr schweinisch. Mach bitte kein Geräusch dabei. Ist das Ende. So. Und auch hier erkennt man wieder die schweinische, den schweinischen Subtext, denn das heißt, wie heißt das denn? Da ist irgendwo, ja, Porpi ist in Stücke zerfallen und Schkana ist das Bett. Und das heißt wohl die in Stücke Zerfallung des Bettes. Hier hat es noch die Übersetzung dabei. Also wie man sieht, hat es hier einiges. Hier hat es auch noch ein paar Haiku. Willst du das gerade vorlesen? Du hast so eine schöne. Ha, wundervoll. Le Solji, Fleschu, Schukuspe, Le Lalchu, Le. Wenn du mir wegscrollst, kann ich das nicht. Nun soll Shanshi. Ja, unten die Übersetzung. Passt das sogar? Also, ja, gut, das mit den Haikus in anderen Sprachen ist ja sowieso so eine Farce, aber. Also, wir versuchen das so richtig zu machen. Mein Blog ist tot. Da hatte ich mal ein paar Sachen nach Lojban übersetzt. Nee, ich hatte sie ins Deutsche übersetzt. Na, egal. Ja, gut, also wie gesagt, es gibt ziemlich viel Zeug. Das ist wie gesagt das Wiki, also da ist wirklich alles drin. Alles, was man noch nie haben wird. Wir haben, das fällt mir gerade so spontan auf, wir haben auch ein Mat. Das ist in dem Fall cool. Also ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal mit so einem Mat oder Text-Adventures gespielt? Das ist halt immer so großes Syntaxraten. Teilweise in manchen Fällen. Und das ergibt sich halt bei unserem Mat von alleine, weil der Parser halt die Syntax auseinanderpopeln kann und kann die. Also man muss halt nicht Sachen umdrehen, damit es funktioniert. Ach, du willst das jetzt demonstrieren? Ich hoffe, das explodiert jetzt nicht. Dieses MUIX ist eine grauenvolle Software, aber sie funktioniert halt. Nee, ich habe das schon ewig nicht mehr getan. Wollen wir so lange, vielleicht habt ihr irgendwie Fragen oder Sachen, die man noch so klären könnte? Spontan irgendwas. Warte mal, ich hab. Ne? Warte mal, ich. Also, ja, ich wiederhole einfach die Frage. Also, die Frage war, ob Übersetzungen einfacher, schwieriger, sonst wie sind. Du meinst du jetzt in andere Sprachen aus Logeban raus? Ja, gut, dann man muss halt die Zielsprache können, was bei mir jetzt nur marginal der Fall ist. Also, ich kann irgendwie so zwei Worte. Deswegen, aber, also, wie man, ja, genau, also, dieses Wofür fängt das halt schon mal. Also, meintest du gerade automatische Übersetzung? Automatische Übersetzung gibt es. Also, wie gesagt, auch diese Geschichte, die halt irgendwie so sprachlich nicht so cool rauskommt. Ja, also, dieses Zeug, was ich gerade eben auch schon gezeigt hatte. Was halt zwar die englische, also, Englisch ist, die englische Bedeutung dieses Satzes, aber, halt nicht kein richtiges Englisch ist. Man könnte das bauen. Das hat bisher nur niemand getan. Aber also das ist insofern einfacher, dass du, also bei regulären Übersetzungen, also je nachdem, wie du es machst, wenn du es so stochastisch machst, dann ist das eine andere Sache. Das hat auch schon mal jemand gebaut, das ist nur irgendwie nicht so cool geworden. Aber wenn du halt den Übersetzungsansatz nimmst, dass du dir Regeln definierst, wie du Grammatik ineinander umformst, ist das in Logeban sicher einfacher, weil du den Schritt von deiner Ursprungssprache in so eine Intermediate-Repräsentation von einem Baum sofort bekommst, ohne selber Dinge zu frickeln. Also wenn du zum Beispiel Deutsch nach Esperanto übersetzen wolltest, indem du halt parst und dann wieder den Baum walkst und Text generierst, ist das halt weitaus schwieriger, weil du halt auch noch Deutsch parsen musst, was halt quasi nicht geht. Also nicht im Allgemeinen. Ja, also, automatisch auch. Ja, auf jeden Fall. Also, so habe ich das noch, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das ist sicher extrem einfach, weil sobald du deinen Parsebaum hast, kannst du ihn einfach in Logeban rausdumpen und bist fertig. Du kannst das dann noch so ein bisschen beautifyen über so ein paar Transformationen, die man da drauf werfen kann, aber so vom Prinzip her, oh, Jibochan. Ja. Aber also, das geht sicher sehr einfach. Wir arbeiten dran, ist die offizielle Antwort. Also, wir arbeiten nicht an Leuten, das beizubringen, sondern wir arbeiten, Leute zu haben. Ich habe da auch schon länger nicht mehr. Auch ich. Jo. Also, wir haben einen Menschen, der extrem motiviert ist, Leuten im IRC das beizubringen. Ich weiß gar nicht, ob der hängt Kribrasche immer noch so viel rum. Genau. Der packt sich Leute für einen Nachmittag und die können dann schon so reden.
Also nicht halt die ganzen coolen Features, aber so grundlegend kommunizieren mit einem Wörterbuch nebendran. Kannst du gerade vielleicht mal LL zeigen? Das ist auch noch cool. Wir haben so ein ziemlich, also ein Mensch hat ein, also auch, wir haben so ein ziemlich cooles Wort-Lookup-Tool, das halt also für diese Strukturwörter gleich noch die Grammatikklasse raushaut oder halt so Wörter nachschlägt. Und wenn du das Leuten gibst und die einen Tag mit dem in IRC steckst, dann können die Konversation treiben und Sachen verstehen, so im Allgemeinen. Die können dann zwar vielleicht nicht so abstruse Geschichten wie die Geschichte mit der Katze, die dann so durch die Zeit wandert, bauen, aber also das grundlegende Zeug geht echt schnell. Okay, sonst noch irgendwas? Ja, ich bin eben, Floref ist ein valides Lotbahn-Namen-Dingen. Genau, ach ja, das ist, ach, sicher, wieso zeigst du die Jagdgrammatik? Die ist hässlich. Die ist da, genau, also, die ist auch gar nicht mal so lang, also, wenn man sich das anguckt, für eine komplette Sprache, die halt theoretische universelle Kommunikation, also beliebige, also Alltagskommunikation ermöglicht, ist das halt doch eine relativ kurze Grammatik. Das wird dadurch nicht besser. Ach so, das ist nicht unklug. Ja, genau. Also das sieht ein bisschen wüst aus. Also was, das ist das, was diese Schwofi hier benutzt. Das andere Tool, dieses Java-Tool, benutzt eine sogenannte Pack-Grammatik, die halt noch ein paar Sachen ein bisschen cooler abdecken kann. Weil ich habe vorhin ein bisschen geschummelt. Es gibt ein Feature, das ich noch gar nicht erläutert, oder eine Sache, die ich noch gar nicht erläutert habe. Ihr habt ja vorhin gesehen, bei diesen, ich habe immer am Ende von so einer, also wir hatten immer so eine Klammerposition. Also wenn ich so ein Event hatte, dann war das nu k. Das ist sehr umständlich in der allgemeinen Sprache zu machen. Deswegen kann man, wenn unter der Bedingung, dass man garantiert, dass die Struktur eindeutig kann, diese sogenannten Terminatoren, die so eine Struktur wieder zumachen, weglassen. Das ist eben die Krux, das kannst du mit kontextfreien Grammatiken nicht abbilden. Das ist aber ein optionales Feature. Also man kann das, also man muss das nicht machen. Also alle Parser handeln das. Jbofi braucht da noch so ein bisschen Magie, die nicht halt ganz kontextfrei ist. Wobei mittlerweile haben wir sogar einen Beweis bekommen, dass das Lotbahn doch kontextfrei parsbar ist, aber die Grammatik extrem groß würde. Aber also das ist so eine kleine Unschönheit. Wenn man diese Pack-Grammatik nimmt, funktioniert das. Die ist halt ein bisschen mächtiger als CFGs, aber deckt dann halt dafür auch diese Terminatoren ab. Genau, diese, also. Ja, das habe ich, also diese, erinnert ihr euch noch an diese Gefühlsworte oinai roho? Das sind, also, es gibt so ein paar Sachen in Lotbahn, zum Beispiel eben diese, die so Free Modifier sind. Die können an quasi jeder Stelle, das, wo Timo gerade rumklickt, wo Free immer steht, drin rumstehen. Also es gibt auch noch, was ich gar nicht erläutert habe, was auch noch sehr cool ist, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Satz hat, wie das mit dem Klammer zur GPN und so, also zur GPN fahren, wenn ich da jetzt noch irgendwie reinbringen wollte. Wieso ich das eigentlich tue, gibt es dann auch noch so einen Tagging-Mechanismus, der so ähnlich funktioniert wie dieses Fa-Fe-Fi-Fu-Fu, mit dem man sagt, wo die Slots hinkommen, mit dem man halt auch sagt, das ist meine Motivation. Die steht, dann entsteht so auf magische Weise ein virtueller Slot, wo dann noch eine Begründung rein kann. Genau, Timo zeigt das jetzt gerade mal. Ich glaube, das ist. Genau, also dieses Kihu ist eben genau ein solches. Das erzeugt so einen gedachten. Ich glaube, das explodiert gleich. Ich glaube, das Nacht geht kaputt. Ja. Ach nee, das ist ja beide stimmlos. Ja, passt. Genau, also wir haben für die Morphologie-Regeln, das habe ich auch bisher noch nicht gesagt, also es gibt so Regeln, die auch sagen, ob ein Wort richtig ist und so, also die dann auch darauf ausgelegt sind, dass das sprechbar ist. Also man kann zum Beispiel kein, ja, also man kann so ein paar Konsonanten nicht aneinander kleben, die komisch klingen würden und so. Es ist Net, ach, okay, es ist Netzwerk. Ja, also dieses. Scroll nochmal. Ne, egal. Ganz hoch, wo der Text ist, den du eingetippt hast. Der ist weg. Ist egal. Genau. Also dieses Kihu erzeugt eben so ein Slot, mit dem man halt so Sachen machen kann. Und dieses Ding wird dann auch zu so einem Free Modifier, den man halt auch so durch die Gegend schieben kann. Also das kapselt das dann so weg und dann ist das so ein Block, den man durch die Gegend schieben kann. Und solche Sachen. Also da gibt es, also es gibt da noch sehr viel. Du kannst vielleicht mal so über das Inhaltsverzeichnis von der CLL drüber scrollen, vielleicht. Ja, genau. Also da gibt es halt gerade einfach mal so, dass man halt so ein bisschen, also das ist halt hier, wie die Sprache, also wie Sprechen, also die stimmhaften Sachen funktioniert. Hier ist die Morphologie dann, das vierte Kapitel. Die Pretty Little Girl School, das ist so ein Extremfall von so einem Kompositum, was wir vorhin gesehen haben. Der letzte Abschnitt ist das, alle Möglichkeiten durchiteriert.
Also im Englischen ist das Problem Pretty Little Girls School. Das, je nachdem, wie du das klammerst, bedeutet das was anderes. Das kann eine schöne kleine Schule für Mädchen sein, eine Schule für schöne kleine Mädchen und solche Sachen. Genau. Und in Lojban kann man das alles mit so Klammerungen abbilden. Also wenn man einfach nur Melby, Schmalu, Nichli, Schule sagt, ist das einfach so nichts geklammert, wie ich das vorhin erläutert habe. Das ist halt eine Schule für Mädchen, die auf schöne Art klein sind. Wieso auch immer. Genau, das sieht man da. Also es gibt diesen einen Typ von Klammer, dieses Bo, was ich vorhin auch mal kurz erläutert habe. Das ist einfach nur so ein Bindenoperator. Mit dem kann man das auch alles machen, aber das ist unter Umständen sehr umständlich, weil man den oft sagen muss, wenn man Strukturen machen will. Deswegen gibt es auch richtige Klammern, diese Ke und Kehe, die halt eben dieses Melbi, Schmalu, Nichli Klammern, also diese äußeren Klammern in der Zeile drunter. Also das sind beide zwei Wege, das zu klammern. Genau. Dieses G ist auch so ein. Vorhin habe ich ja diese Gulasch- und Yum-Yum-Geschichte gezeigt. Dieses G ist die Abart für Prädikate. Also die nicht auf Argumenten, sondern auf Prädikaten operiert. Also das sind alle Möglichkeiten, wie man das rausparsen kann. Und das kannst du halt alles in Logban eindeutig abbilden, was halt auch so cool ist. Ja. Nee, aber was es gibt, da gab es ein Paper und das wurde auch implementiert. Also das Logban kommt so ein bisschen, hat so ein bisschen akademisches Umfeld teilweise noch. Aber oh, war das gerade ich oder war das Timo? Ach so. Nee, also was gemacht wurde, war so ein eine Also was einer gemacht hat, was gar nicht, gerade gar nicht erzählen wollte, so ein Prolog-Frontend für Logban eben. Also mit dem man halt, also so ein Prolog-Interpreter, mit dem man halt Dogeman sprechen konnte. Die andere Sache war so ein Relationen-Store, wo man halt Informationen in Dogeman reingefüttert hat und dann konnte man halt auch so Queries stellen, die fallen dann raus. Das war ein so ein bisschen anderes System, da war kein vollständiger Resolver dahinter, aber nee, das kriegst du nicht ergoogelt, das dauert ewig. Glaube ich. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn es da noch irgendwie Fragen gibt, dann würde ich sagen, schließen wir damit und wenn da noch irgendwie so Sachen kommen, dann kommt zu uns, redet mit uns und. Ach so, ja. Verneinung. Das ist eigentlich auch eine ganz lustige Sache. Man hat so. Ja, es gibt sehr viele lustige Sachen, deswegen mache ich das ja auch. Wenn das nicht cool wäre, würde ich es nicht machen. Also was wir vorhin schon als Negation gesehen haben, war dieses Nei bei dem Oi. Also was dieses Complaint in ein Pleasure umgewandelt hat. Wir haben auch noch so andere Typen von. Ach, es gibt auch so eine Google Wave-Geschichte, wo Logban drin ist. Also so eine Lesson. Ja. Nun, wo war ich? Ja, genau, Negation. Was man so in den, also es gibt so. Also die Negation in natürlichen Sprachen ist im Allgemeinen sehr unfein. Also wenn man zum Beispiel im Deutschen sagt, ich möchte keine Mate, dann heißt das unter Umständen oder bedeutet das nicht, dass ich. Ich komme jetzt schon in die Probleme, das Konzept überhaupt zu versprachlichen, weil das halt nicht geht. Also es gibt halt so verschiedene Arten, Verneinungen zu bauen, ob man jetzt den neutralen Punkt noch ausschließen will oder nur die komplette Negation und solche Sachen oder das ge komplette Gegenteil haben möchte und nicht nur einen Punkt ausschließen will auf der Skala. Und dafür hat Logeban halt auch Möglichkeiten, das alles darzustellen, was im Deutschen halt einfach nicht geht und auch in den quasi jeder anderen Sprache nicht geht. Also dafür, da gibt's sogar, also die CLL hat ein eigenes Kapitel über Verneinungen. Das müsste irgendwo ein bisschen später sein. 14 oder sowas. Ach, 15. Genau. Genau, also es gibt dann eben so verschiedene, also Pre-Denegation ist halt für so komplette Sätze. Das Bild hat es nur in der anderen. Ja, nee, ja. Genau, also es gibt da verschiedene Typen von Negationen, mit denen man sich beliebig fein ausdrücken will. Man kommt auch mit ein oder zwei zurecht, aber dann fehlt halt, oder dann kann man halt nur so viel sagen, wie halt in natürlichen Sprachen auch, was halt ja langweilig wäre. Genau, irgendwo hat es da die Bilder. Also es gibt, also in der CLL sind so schöne verpixelte, handgezeichnete Bilder, die dann auch abgedruckt sind. Ja, genau dieses. 14, 15, genau. Genau, was dieser Mensch dann nämlich gerade sagt. Minache lumschi lekasch, also ich mache gerade etwas mit dem Auto, was nicht waschen ist. In dem Fall abschleppen. Also dieses Nahe negiert halt eben genau dieses Prädikat.
Und zwar nicht auf die Art und Weise, dass ich sage, diese Aussage ist falsch, also ein richtiges, logisches Oder, sondern, also das ist noch das, was am nächsten an natürlicher Sprache ist. Also da gibt es aber auch noch zig andere Möglichkeiten, das zu tun, wenn man denn lustig ist und auch verschiedene Sachen darzustellen. Sonst noch Fragen? Also auf grammatikalischer Ebene kriegst du keine Mehrdeutigkeiten hin. Die Sprache ist so designt, dass es grammatikalisch keine Mehrdeutigkeiten gibt. Das ist Absicht. Auf semantischer Ebene kannst du hingegen, also auf was ich ja vorhin schon gezeigt habe mit diesen Tanru, also mit dem Blanus Dani und so weiter, da kannst du, da hast du mit Absicht Mehrdeutigkeiten, da hast du mit Ab da hast du mit Absicht Mehrdeutigkeiten drin, die eben genau dafür gedacht sind, dass du Sprache halt nicht, so, dass, wenn du sprichst, dass du nicht halt so riesige Konstrukte bauen musst, weil du alles ausspezifizieren musst. Aber du kannst relativ kompakt sprechen in Logban, wenn du es willst. Gar klar. Ja, genau, das ist zum Beispiel ein so ein Fall. Ja, so ein ähnlicher Fall. Also es gibt, das ist eins von diesen Shortenings, die ich vorhin gezeigt habe. Das obere expandiert zu, nee, das obere expandiert, das untere expandiert zu Shikna Klama, also das bedeutet Skan. Skana. Skana Klama, das bedeutet, also kann man so als ins Bett gehen interpretieren. Und irgendwann hat dann jemand mal angefangen, das zu Schakla umzubauen, weil das ja so ähnlich klingt. Und Schakla bedeutet Schokolade. Also was die Leute meistens tun, wenn sie halt abends ins Bett gehen und dann im IRC schreiben, also genau, wenn sie sagen wollen, ich gehe ins Bett, dann sagen sie halt mi Schakla. Und wenn sie sich halt vertippen, sagen sie mi Schakla und sagen damit, sie seien Schokolade. Und solche Sachen. Also man kann da schon Spaß mit haben, aber also so grammatikalische Mehrdeutigkeiten wie im Deutschen kannst du damit nicht machen. Aber ich glaube nicht, dass es den meisten Witzen was abtut, weil also ja, keine Ahnung. Ja, Humor übersetzt sich nicht so cool, also auch in natürlichen Sprachen nicht. Jo. Ja. 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 Nein, also was Logban nicht hat, ist so ein Hilfsverb wie sein. Weil das eben in dieser prädikatenlogischen Geschichte implizit drin ist. Also es gibt in Logban keinen Unterschied, ob du etwas tust oder etwas bist. Also wenn du sagst mi klama, dann bedeutet das, ich gehe, aber das ist halt genau dasselbe wie ich bin ein Geher. Also da wird keine Unterscheidung gemacht. Du kannst das auch hinbiegen, so dass es nur das eine bedeutet, aber im Allgemeinen ist das eben auch so eine Philosophie, die dahinter steckt, dass es da keinen Unterschied gibt. Dann sagst du, ich produziere Schokolade oder was du auch. Ach, Smile. Ja, du kannst auch einfach sagen, me tuha lo shakla. Ja, also man kann das hinbiegen. Das ist die unkreativste Art und Weise, das zu tun. Also in dem Fall sagst du mis basu, also ich stelle her und zwar lo shakla Schokolade. Also kannst du das machen. Ja, genau, du bist Schokoladingsda. Jo. Also man kann das auf jeden Fall tun. Also wenn man im IRC rumhängt, da werden auch Konversationen getrieben, die halt so über Alltagsthemen gehen. Von daher geht das. Ja, das ist auch sehr schön. Also diese Unterscheidung wird halt eben a priori erstmal nicht gemacht. Okay. Sonst noch was? Ich glaube, wir sind dann jetzt auch langsam mit der Zeit durch. Jo. Okay, dann danke, dass ihr durchgehalten habt. Und wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, kommt halt irgendwie so durch die Gegend. Okay, danke.